Servus, hallo. Fangen wir mal nicht ohne Intro, können wir uns heute schenken. Es ist das gleiche Thema wie vor einer Woche. Steigen wir mal gleich in die Olga ein. Auswärtsspiel St. Pauli. Und was wir alle gedacht haben, ist, dass es heute etwas einfacher wird, beziehungsweise etwas stabiler in der Mannschaft wird. Wer das gedacht hat, hat nach 10 Minuten in die Tonne gekotzt. Die ersten 10 Minuten sahen ansprechend aus, haben auch sehr vielversprechend ausgesehen. Nur nach 12 Minuten habe ich das Gefühl gehabt, auch zu diesem Zeitpunkt schon, Zweikämpfe kennen wir nicht. Dann, wo ist unsere Abwehr? Die Abwehr steht am Mittelkreis. Ist klar, wenn wir weiter vorne stehen, ist es klar, aber hinten null Absicherung. Keine Absicherung, keine Manndeckung, keine, nichts, null, gar nichts, niente. Na, da furzt die Wand an. Ja, und St. Pauli hat sich gedacht, naja, wenn wir dann Räume haben, laufen wir schneller, dann haben wir die Räume auch größer. Ja, das hatten sie dann auch. Und schon in der 14. Minute haben wir dann ja schon die erste Schrecksekunde. Da hatte St. Pauli durch Paccarada schon die Führung auf dem Fuß, aber ja, zum Glück haben wir es dann nicht gemacht. Oder St. Pauli für uns dann zum Glück nicht reingemacht. St. Pauli hat die Großchance gegeben. Ja, aber wir sollten ja zu dem Zeitpunkt, haben wir ja das Ergebnis noch nicht verschrien gehabt. Ja, und nach dem Motto, wenn du nicht aufpasst, und deine Chancen vorne nicht machst, ne? Kennst ja den Spruch. Genau so kam's. Und in der 17. Minute hat natürlich St. Pauli das 1:0 gemacht. Yippie-yay-yay. St. Pauli ist ausgerastet. Und 1:0. Ja, ein ganz großes Thema geht da an unseren Torwart Ron-Robert Zieler. So wehrst du definitiv keinen Ball ab und so wirst du definitiv auch kein Torwart sein. Das ist die schlechteste Idee gewesen, den Ball abzuwehren. Es war ein Flachschuss, es war ein Schuss, der unangenehm ist, aber dann den Ball raus. Egal, ob er dann an Pfosten geht oder von mir aus wehr ihn mit den Fäusten ab, dass er irgendwo hinfliegt, aber nicht in die Mitte und vor allem nicht vor den St. Pauli-Spieler. Weil er stand nämlich günstig. Und dann 1:0. Jawohl, so geht's dann los. Da hast du dann schon mal von Anfang an gewusst, wo du 96 steht, nämlich kein Schritt weiter. Und dann muss ich da mal eine ernsthafte Frage an die Mannschaft stellen. Was macht ihr eigentlich beruflich? Was macht ihr unter dieser Woche beruflich? Das Spiel aus Kaiserslautern gegen Kaiserslautern aufarbeiten, die Fehler sehen. Ihr habt noch viel größere Fehler gemacht als gegen Kaiserslautern. Da habt ihr ja nach 38 Minuten erst aufgehört zu spielen. Jetzt habt ihr euch schon den größten Bock des Spiels nach 17 Minuten geholt. Ja, herzlichen Dank auch. Ja, so sieht das nämlich aus. Und nicht anders. Ja, so, da haben wir dann schon das erste Mal in die Tonne gekotzt und haben gedacht, jo, fängt ja gut an. Mit der Führung hat St. Pauli natürlich mit uns super gespielt. Ja, die konnten sich so ein bisschen hinten reinstellen. Wir mussten dann, weil es dann gezwungenermaßen was tun. Stefan Leitl war ja wieder auf der Trainerbank. Nach seiner Sperre letzte Woche gegen Kaiserslautern. Dann Auswärtsblock natürlich ausverkauft, ne? Ich glaube, ungefähr 2.500, 3.000 Fans waren heute in St. Pauli da. Ja, die Heimfahrt hat sich natürlich dann auch heute gelohnt. Das ist eine geile Heimfahrt gewesen. Ich war nicht da, ich habe keine Karte mehr bekommen.
Und ich kann 8 Stunden nach dem Spiel sagen, gut, dass ich heute nicht da war. So, dann geht's weiter. Durch die Führung von St. Pauli mussten wir was tun. Also haben wir unser Angriffspotenzial vorne versucht aufzubauen. Und hinten natürlich wieder offen gestanden. Ne? Also es ist, ja, Freistöße, weil wir unsere Finger nicht bei uns behalten können. Also, ich weiß nicht, Neumann, was du gemacht hast, aber ein Ellenbogen gehört nicht ins Gesicht. In der 25. Minute war das. Das gehört da nicht hin und das solltest du dringend mal sein lassen, weil das ist einfach nur behindernd. Und das ist Mannschaftsbehinderung, glaub mir. Sowas brauchen wir nicht. So, also 27. Minute, 10 Minuten später. Ja, was haben wir da? Na, was wettet ihr? Richtig, 2-0. 2-0 St. Pauli. Nicht das 1-1, nee, das fällt nicht. 2-0 St. Pauli. Innerhalb von 10 Minuten kriegen wir 2 Tore und haben dafür 0 getan, das zu verhindern. Wieder nur Beiläufer, ne, ist klar. So, das Tor ist von, von wem ist denn der hier? Von einem St. Pauli-Spieler, der sich den Ball auf links gelegt hat und den Ball dann in den Winkel abgeschlossen hat. Also da kam dann Zieler auch nicht dran. Da kann er mal nichts dafür. Das war dann einfach die dämliche und nicht vorhandene Abwehr von 96, die das ausgelöst hat. So, mit diesem Kram sind wir dann weitergelaufen. In der 37. Minute, also in der gleichen Minute, gab es dann noch den Videobeweis, ob das Tor von St. Pauli überhaupt zählt. Ich kann es auflösen, es hat am Ende gezählt. Also war es dann auch 2-0. Wir haben dann in der 40. Minute noch so ein bisschen was mal gezeigt, weil wir konnten dann auch mal in den Strafraum kommen. Wie wir das geschafft haben, frage ich mich bis jetzt. Nach dem Spielverlauf bis zur 40. Minute habe ich eigentlich gedacht, dass die Mannschaft gar nicht anwesend ist. Naja, ist sie ja wohl dann doch gewesen. Ja, so, dann geht's weiter. Ja, Phil Neumann holt sich in der 45. Minute noch die gelbe Karte ab. Nachdem er dann schon Ellenbogen geschossen hat, ne, schon am Anfang des Spiels macht er jetzt sich die gelbe Karte, weil er dann zu viel gemacht hat. Ja. Und Halbzeitpause, 45. Minute ist durch. Halbzeit 2-0 für St. Pauli. Ja, wie willst du dann in die zweite Halbzeit einsteigen, indem du die Mannschaft nochmal aufwächst? Aber naja, die Ritalin-Tablette hat anscheinend gewirkt. Weil die Mannschaft ist in dem Sinne rausgekommen mit dem, was sie vorher gezeigt hat, nämlich mit gar nichts. Ja, es ist wieder vollkommenes Chaos gewesen. Wir haben wieder 0 auf die Kette gekriegt. Abwehrverhalten war zwar besser als gegen Kaiserslautern, aber auch nicht so, dass du sagen kannst, es war eine gute Abwehr. Heute haben wir zumindest die Spieler mal dahingestellt, wo sie auch hingehören. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ja. Eckenverhältnis brauchst du auch nicht erwähnen, weil unsere Ecken sind nicht angekommen oder sind komisch abgeprallt. Ja. Dann gibt's eine Ecke von oder eine Flanke von Köhn. Das wird unfreiwillig vors eigene Tor von St. Pauli vorgelegt. Erwin Mb ist so überrascht,
dass er den Ball übers Tor köpft. Das war dann in der 55. Minute. So. Und was macht Phil Neumann, der eigentlich laut meinem Verständnis in der Halbzeit auf der Bank sitzen müsste, hat unser Cheftrainer Stefan Leitl nicht so gesehen. Die Quittung hat er bekommen. In der 61. Minute, Phil Neumann darf duschen gehen, hat sich die gelb-rote Karte abgeholt, indem er sich genau mit dem gleichen Spieler, den er in der 17. Minute oder 12. Minute schon einen reingehauen hat, jetzt nochmal energisch nachgegangen ist. Das hat gereicht, weil es muss nicht immer das Foul sein, sondern es darf ja auch die Masse an Fouls sein, die nochmal eine gelbe Karte nach sich zieht. Phil Neumann darf in der 61. Minute nach Hause gehen und in die Dusche. 96 nur noch zu 10. Jawohl. Damit war das Spiel im Grunde genommen gelaufen. Noch ein Mann weniger und niemand zuständig. Heißt eigentlich, ja, im Grunde genommen bist du dann am Arsch, was du vorher immer noch warst. Aber wenn dann so eine Mittelfeld, so eine Leitplanke im Mittelfeld fehlt, dann ist das Loch groß. Ja, weiter geht's. Im Grunde genommen war es das, weil es kam nichts mehr, es ist nicht viel rausgekommen. In der 72. Minute gab es doch tatsächlich noch ein 3:0 von St. Pauli, das aber über den Videobeweis mal nicht gegolten hat. Ja, es war dann im Grunde genommen nur noch eine Randnotiz, weil mit 10 Mann auf dem Feld 2:0 hinten und in einem Auswärtsspiel, wo du 70 Minuten vorher nichts gebracht hast, wie sollst du die letzten 20 Minuten dann auch noch irgendwie was bringen? Ja. Gut 3000 Auswärtsfans haben einen Nachmittag für die Tonne erlebt. Schön in Hamburg gewesen zu sein, aber ja, zu Hause konntest du dann wenigstens was anderes machen. Beziehungsweise hast dir den ganzen Kram dir angetan, weil du ja eben auch Fußballfan bist und den Verein auch unterstützt. Das ist ja die Pflicht eines Fans. Aber der Rest war eigentlich für die Tonne. Ja, die Spielerwechsel kannst du dir dann auch schenken. In der 88. Minute hat dann Leitl Kerk, Bischofskopf und Schaub eingewechselt für Moroja, Leopold und Nielsen. Aber was sollst du bei einem 2:0 in der 88. Minute noch ausrichten? 90. Minute und Abpfiff. Ja, 93. Minute war dann Abpfiff. Und damit war das Elend dann beendet. Und ja, ich war froh, dass das am Ende... Übrigens, den Abpfiff habe ich gar nicht mehr geguckt. Ich habe in der 88. Minute abgeschaltet. Ich habe das nicht ganz zu Ende geguckt, weil das konntest du dir echt nicht mehr angucken. Das ist ein Blöd und ein Sauzeug gewesen. Und du hast da 10 Mann rumlaufen sehen, die du eigentlich gar nicht kennst, weil diese Mannschaft eigentlich gar nicht mehr auf diesem Platz stand. Und ja, was für eine Schlussfolgerung ziehst du daraus? Eine Behinderung in der eigenen Mannschaft, wie behindert, wie bekloppt soll man denn da sein? Mal ganz ehrlich, an die Mannschaft jetzt mal gefragt, wenn das einer von dieser Mannschaft hier hört. Wer hat euch ins Hirn geschissen? Wer hat euch das denn erzählt? Was macht ihr denn? 28 Punkte, das ist dadurch gelungen, dass ihr in der Hinrunde 5 Spiele gewonnen habt. Wollt ihr euch das innerhalb von den ersten 3 Spielen in der Rückrunde jetzt versauen oder was? Na dann, nein, danke. Dann gehe ich lieber zu Kaiserslautern. Dann bin ich lieber ein Lauterer. Die haben es ja wenigstens gepackt.
gegen Kiel heute. Die haben ja gegen Kiel wenigstens 2-1 gestern gewonnen. Aber die haben auch gezeigt, dass sie es wollen. Die haben auch gekämpft. Was habt ihr eigentlich gemacht? Auch gekämpft? Wenn ihr das von euch selbst glaubt, dann solltet ihr dringend mal andere Psychiater euch leisten. Ihr habt ja genug davon. Aber wenn euch das ein Psychiater erzählt, dass das eine gute Leistung war, tut mir leid, aber dann habt ihr den Beruf verfehlt, aber nicht. Aber dann habt ihr auf dem Spielfeld nichts zu suchen, ganz ehrlich. Mal abgesehen davon, dass eine Abwehr übrigens auch hinten zu arbeiten hat und nicht auf dem Mittelfeldpunkt, auf dem Anstoßpunkt. Ja, da muss immer hinten einer absichern. Das haben wir den ganzen Tag nicht gehabt. Ja, einmal einen langen Ball und dann hat man komischerweise 5 St. Paulianer und 2 96er hinten drin. Wie soll das denn funktionieren? Kann mir das einer mal von euch aus der Hecke mal erzählen? Von der Mannschaft kann mir das mal einer erklären, wie ihr euch das gedacht habt? Also das ist unglaublich. Und die Scheiße, ja vielen Dank, ihr wisst schon, dass das noch 15 Spiele sind bis zum Ende der Saison, ne? Und dass jetzt mit Paderborn in einer Woche das Heimspiel gegen Paderborn wird auch nicht viel besser. Ja, das wird nicht viel einfacher. Mal Gehirn einschalten, mal ein bisschen nachdenken, was für Fehler man macht. Und die vielleicht trainieren, wenn es möglich ist. Und nicht Videoanalyse machen, weil die Videoanalyse bringt mir nichts auf dem Spielfeld. Genauso die gleiche Krütze. Ihr habt gegen Kaiserslautern habt ihr 30 Minuten, 38 Minuten, danach habt ihr abgeschaltet. Habt das Kaiserslautern stark gemacht wieder. Das Endergebnis wisst ihr, 3-1 Heimpleite. Jetzt 2-0 Auswärtspleite. Weil ihr wieder vollkommen Chaos habt in eurem Spiel. Denkt mal nach in der Mannschaft. Da habt ihr genug zu tun als Radfahren in der Region. Wenn ich das sehe, als Ausgleich Radfahren. Nein, das Radfahren macht nicht das Gehirn frei. Das Radfahren ist für die Beine gut, aber die Beine habt ihr ja vorher schon trainiert. Trainieren solltet ihr das, was ihr im Spiel kaputt gemacht habt. Abwehrverhalten, an den Mann ran, Zweikämpfe, was es alles so gibt, was man so trainieren kann. Das ist wichtig, da müsst ihr ran. Ja? Aber ansonsten braucht ihr nichts zu trainieren. Videospiele spielen und Fernseh gucken könnt ihr zu Hause. Stefan Leitl kann euch eine DVD brennen. Und dann könnt ihr euch die Spielszenen mit Stefan Leitls Audiokommentar dazu, könnt ihr euch zu Hause auf dem DVD-Player angucken, wenn ihr zu Hause auf dem Laufband seid. Ja. Aber wenn ich auf dem Trainingsplatz stehe, dann hat das damit zu tun, dass ich mein Gehirn darauf trainiere, hinter den Leuten herzulaufen und nicht irgendwelche Ellenbogen ins Gesicht von anderen zu schlagen. Wie dämlich muss man dafür sein? Gut, das kann ausrutschen, da kannst du mal doof sein, aber sich dann auch noch in der zweiten Halbzeit dann mit einem dummen zweiten Foul eine gelb-rote Karte zu holen. Ganz abgesehen, dass das eigentlich gar nicht stattfinden muss, weil der Spieler vorher schon in der Halbzeit zu Hause sein müsste. Oder zumindest auf der Bank sitzen müsste. Aber was erzähle ich? Es ist sowieso für einen Eimer. Aber das sind die wahren Themen, die wir hier haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch mehr Scheiße bauen. Vor allem die Mannschaft nicht. Weil wir als Fans holen die Punkte nicht. Wer da die Punkte holen muss, ist die Mannschaft, die da arbeitet. Und arbeiten tun die nicht. Nicht mit so einer Leistung. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
Ich hoffe, dass es beim nächsten Heimspiel besser wird, wovon ich im Moment nicht ausgehe. Mal gucken. Paderborn, Ole.